So, hallihallo, Leben in der Lage. Mal theoretisch jetzt so und praktisch 2 oder 3 Wochen ohne Kfz, also ohne Pkw. Klappt das oder muss man doch auf Alternativen zurückgreifen? Wie zum Beispiel Fahrrad, Leihfahrzeug, wo auch immer her. Dann der Klassiker, der Nahverkehr. All das natürlich auch mit Kindern im Hintergrund. Wie gut das funktioniert, ich bin gespannt, denn das Wohnmobil aus meinen anderen Folgen auf meinem YouTube-Kanal, das ist jetzt länger in der Werkstatt. Und länger heißt, man weiß es nicht. Jede Menge ist defekt, jede Menge darf repariert werden. Also, dann starten wir doch direkt. Und zwar, mit dem Schlegelmäher-Traktor. Erstmal hier raus. Rennt vorbei. Ja, also von Nordholen, vom Wohnmobilhändler nach Dortmund sind mit dem Pkw 49 Minuten. Also, das ist ja ganz chillig. Jetzt knall ich mal einen raus. Mit dem Fahrrad sind wir dabei 3 Stunden und 19 Minuten. Oh Gott. Mit dem E-Bike hier, mit dem Highbike S-Duro Trekkingrad 3.0 auf jeden Fall machbar. Aber ganz klar, das ist schon eine Macht. Das sind auf Fahrrad jetzt dann 60 Kilometer. Ja, und mit den Höhenmeterangaben hoch und runter 172 Meter, 124 Meter auch noch handelbar, aber es bleiben trotzdem grobe Kelle 3 Stunden Fahrradfahren. Ohne Pause, versteht sich. Als Alternative mit dem Nahverkehr 1 Stunde 53. Da kann man so ein NRW-Ticket buchen, dann bezahlt man ca. 30 Euro. Ja. Aber das finde ich auch viel. Das ist das Doppelte zum Pkw. Ich sage ja immer wieder, loslassen ist die Erholung. Einfach mal machen und so ist der Plan. Gucken, wie gut das funktioniert. Beispiel, das Kind muss morgens um 7 Uhr in die Kita, damit man um 7.30 Uhr arbeiten kann. Ich bin nicht der Einzige, den das trifft, wo die Probleme anfallen. Aber ehrlich gesagt, wenn uns das erzählt wird, dass uns das öffentliche Netz, nämlich Nahverkehr, schmackhaft gemacht werden soll, ja, dann brauchen wir definitiv andere Zeiten hier auf der Uhr. Weil auch selbst von Dortmund dann in die schöne Stadt Hattingen oder zum Arbeitgeber. In der Regel hat nicht jeder mehr das Vergnügen, direkt um eine Ecke einen schönen Arbeitsplatz zu haben, sondern meistens musst du fahren. Und da sind wir ehrlich, Automobil wird immer teurer, wird immer schlechter oder schlechter dargestellt, schlecht geredet. Vor allen Dingen jetzt auch der Diesel und Benziner, so Elektromobilität. Da fragt man sich auch, wo kommen die ganzen Ressourcen her? Ja, so ein Endleben für so ein Fahrzeug, die Kosten, die anfallen, so Autos, die kosten natürlich auch viel, viel mehr. Und das sind so Sachen, das muss eine normale Familie mit normalem Gehalt ja irgendwie stemmen können. Ich bin gespannt. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Mission Nordholen zurück mit dem Radl. We'll be right back.
So, dumm, die erste Stunde ist rum, 18 Kilometer runtergerattert. Und ja, ihr seht im Hintergrund, es wird wieder bedeckt, es zieht sich zu. Da kommt natürlich auch diese Ungewissheit. Bleibt's trocken oder nicht? Und da seid euch sicher, dass ihr bei euch im Gepäck Regenzeug bei habt. Denn bei so einer 3-Stunden-Tour kann es wirklich nervig werden, wenn ihr dann unterwegs in einen dicken Schauer kommt und es hört einfach nicht auf zu regnen. Es gibt ja auch ganz viele Unterstellmöglichkeiten. Bei Gewitter, wenn es blitzt, natürlich dann nicht den Baum nutzen. Ansonsten sind die Bäume schon ein guter Regenschutz. Aber ich denke dann immer so an die Bushaltestelle. Das Haltestellenhäuschen. Hier auf dem Dorf, in der Ecke Münster, ist es ein bisschen schwieriger, denn die meisten Haltestellen hier haben gar kein Häuschen. Also unterstellen kann man sich da schon mal nicht. Ja, ansonsten die erste Stunde, es macht Spaß. Ich weiß, dass es bei mir in der Summe auch bis zum Schluss Spaß macht. Ich halte das durch. Ich habe die Tour nicht das erste Mal gemacht. Oder fahre nicht das erste Mal 60 Kilometer durch die Weltgeschichte. Aber es ist natürlich für den, der nicht erfahren ist und das auch noch nicht so kennt, natürlich schon mal eine Hausnummer. Definitiv. Auch mit dem E-Bike eine Hausnummer, weil das unterschätzen viele. Ich kann natürlich jetzt hier, ich habe jetzt hier noch eine Restreichweite 147 Kilometer. Es geht sehr gerade, ohne viel Tamtam, ohne viel Steigung oder Gefälle. Aber mache ich da den Turbo rein, so, dann klaue ich den schon mal 44 Kilometer. Ups. Ja, und je nach Modi, je nach Fahrweise, brauche ich entweder mehr Akku oder weniger. Aber in der Summe muss ich gucken, dass ich das ganze Paket hier, E-Bike, gewichtstechnisch, nach Hause bekomme. Weil irgendwann ist auch so ein Akku leer. Oder ich habe vielleicht irgendwo die Möglichkeit, den Akku zu laden. Aber auch das müsst ihr bedenken bei eurer Tourplanung. Ist der Akku leer? Macht euch das E-Bike definitiv das Leben schwer. Also dann könnt ihr richtig reinkommen. Habe ich schon gemacht. Wäre ja auch noch ein schönes Video zu machen. Das habe ich erstmal so getestet. Das heißt 17 Kilometer ohne Akku geradelt. Danach hast du wirklich Oberschenkel. Und schön ist das nicht. Also Gewicht E-Bike zum normalen Trekkingrad ist schon enorm. Also der Akku mit dem Motor, der ist ja so das größere. Das größte Bauteil hier, was das Ganze schwer macht. Und das ist nicht wenig. Und das muss man natürlich bewegen können. So, bis gleich. So, wieder eine Stunde rum. Jetzt in der Summe 2 Stunden auf dem Radl. Zeit habe ich schon mal aufgeholt. Das ist auch immer ein kleiner Vorteil bei Google Maps. Und ein kleiner Vorteil dann mit dem E-Bike. Denn wenn ein Berg kommt, kann ich den Turbo-Modus reinmachen und dann heißt es Gambo, Attacke nach oben. Bei einem richtigen normalen Fahrrad ohne E-Motor muss man natürlich ein bisschen mehr trampeln. Das kostet Zeit. Ja, was fällt auf? Also nur noch 40 Kilometer vor uns. Zeitlich alles grün, alles perfekt. Aber das große Thema, ja, bin ich zu alt fürs Radl? Man sieht echt viele Ältere auf dem Radl. Da haben wir auch nochmal ein Special zu. Und ich sage allergrößten Respekt, dass ihr euch wieder auf die Räder traut. Macht euch natürlich dann auch mit den Gefahren und auch mit dem Fahrzeug, also mit dem Vehikel, mit dem E-Bike natürlich strengstens vertraut. Kümmert euch ein bisschen, lest euch ein bisschen ein und ja, wenn nicht, gibt es drumherum ganz viele Ansprechpartner, die euch helfen, dass ihr dann sicher auf dem Bike seid, also auf dem E-Bike.
Und ja, das sieht man vermehrt. Also das finde ich cool. Das heißt, unser älteres Semester ist wieder in Bewegung. So, Großstadtgetummel, hier ist es ein bisschen lauter. Lauter als auf dem Land. So, Gambo Gambo, letzte Etappe. So, angekommen in der schönen Stadt Dortmund in Berghofen. So, 3 Stunden und 16 Minuten gebraucht. Nicht einmal vom Radl runter. Und ja, Resümee, sei dir sicher, wenn du so eine Tour machst, dass du das auch wirklich kannst. Denn kräftezehrend ist es auf jeden Fall. Und ja, eine gute Alternative zum PKW. Wenn du Zeit hast, ja, hast du keine Zeit, keine Chance. Also verbrätst halt viel, viel Zeit fürs Fahrradfahren. Klar, sportlicher Aspekt, du hast dich sehr, sehr viel bewegt. Ist fitnessmäßig dann wieder auf einem besseren Level. Aber wenn du wirklich dann Zeitstress hast, Beispiel musst du die Kinder abholen von der Schule, Kindergarten oder ähnlich, dann wird es eine echt enge Nummer. Also das braucht wirklich Zeit. Eine gute Alternative von meiner Seite her, das machst du halt nicht jeden Tag, definitiv nein. Und wenn, dann musst du dich dann halt damit abfinden, dass halt alles dann entschleunigt werden darf. Bleibt dabei, das Peak oder das Kraftfahrzeug wegzuparken und nur noch zu radeln, das wird halt in allen Facetten schwierig. Ich denke so an den Urlaub, fährst ja nicht mit dem Fahrrad in Urlaub, ne? Joa. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Also machbar auf jeden Fall. Und bin gespannt auf den nächsten Schabernack. Auf dem Fahrrad. Bagger vorbei hier. Dann wünsche ich euch allzeit gute Fahrt. Und bleibt gesund. Und haltet euch fit.